Liebe Gäste, die Entscheidung am Samstagabend ist ein echter Klassiker. Die vierte und letzte Qualifikation für die Hans-Martin-Schleyer-Halle. Hier ist die letzte Möglichkeit für die baden-württembergischen Reiter, Punkte zu sammeln für den BW Bank Cup 2014. Und wie sollte es anders sein? Auch in diesem Jahr ist das Who is Who des baden-württembergischen Springsports zu Gast. Das ohne Zweifel spannendste Stechen der Turniersaison 2014. Die vierte Qualifikation zum BW Bank Hallen-Championat wurde eröffnet von diesem Erfolgsreiter aus dem Dreiländereck. Die aktuelle Nummer 34 der Weltrangliste musste vorlegen. Und er legte gleich vom Flagback hohes Tempo an den Tag. Hier ideal auf den mächtigen Ochser direkt vor dem Richterturm. Flott weitergeritten in diese zweifache Kombination des Stechparcours. Und dann die Schlussphase im Stechparcours. Volle Hacke auf die BW-Bankmauer. Er riskierte alles und mit einer Topzeit im Ziel. In nur 34,18 Sekunden der schnelle Mann aus dem Dreiländereck, Hans-Dieter Dreher. Aber hier, den hatten viele auf der Liste. Der gebürtige Bulgare Rossen Reitschew mit so viel internationaler Turniererfahrung bis hin zu Olympischen Spielen war er schon am Start. Ein Mann mit großer Erfahrung. Auch er legte seinen Parcours vom Fleck weg in hohem Grundtempo an, kam hier ideal auf diesen Ochser. Auch für ihn eine fast optimale Wendung hier auf diesen mächtigen Ochser in der Mittelphase des Stechparcours. Hier vielleicht doch ein, zwei Galoppsprünge mehr gemacht als Hans-Dieter Dreher. Aber im schnellen Galopp auf die letzte große Mauer versuchte er noch einmal alles herauszureiten. Flott unterwegs, aber nicht ganz schnell genug. 35,51 Sekunden in der laufenden Wertung Rang 2 für Rossen Reitschew. Und einmal noch Gefahr in Verzug für Hans-Dieter Dreher mit diesem jungen Wilden aus Donaueschingen. Niklas Krieg, der Goldmedaillengewinner der Europameisterschaften in seiner Altersklasse in diesem Jahr, hatte sich viel vorgenommen mit seiner Spitzenstute Carella. Auch er nahm keinen Rhythmus aus, hier auf dem Weg in die Kombination, riskierte noch einmal alles auf dieses Traditionshindernis, die BW-Bankmauer, legte sich richtig auf den Lenker und 34,55 Sekunden, wenige Hundertstel trennten ihn nur von der schnellen Runde von Hans-Dieter Dreher im Endklassement Rang 2 für Niklas Krieg. Spannender und vor allen Dingen knapper hätte die Entscheidung zwischen Hans-Dieter Dreher und Niklas Krieg nicht ausfallen können. Ganze 37 Hundertstel trennten die beiden. Und deshalb hier für Sie noch einmal im direkten Vergleich die beiden Parcours der Kontrahenten.